jetzt will ich euch zeigen, dass ich bei Ich musste einen Kurs teilnehmen im Jahr 2014. Und jetzt will ich euch das zeigen, was ich da die ganze Woche bei diesem Kurs gelernt habe. Weil ich bin seit 2013 arbeitslos und ich wurde von AMS geschickt, einen Kurs zu betätigen. Ich bin da bei einer Bildung, Bifi. Wir haben da zum Beispiel auch Mappen gekriegt, die Mappen haben wir gekriegt. Und jetzt will ich euch zeigen, wie das abläuft auf einem Montag. Wir sitzen da drinnen, wir haben uns einen Platz ausgesucht und wir sitzen da und jetzt warten wir auf die Trainerinnen. Die Trainerinnen kommen um 8 Uhr, die gehen dann rein, da wird dann zum Beispiel der Name aufgerufen, ob du anwesend bist. Und wenn du nicht anwesend bist, dann werden sie ja Informationen kriegen, ob du krank bist, weil du musst ja eine Nachricht dort hinterlassen. Weil das ist das ganz Gleiche, wenn ich jetzt arbeiten tue und ich bin krank, dann muss ich auch mich telefonisch ankündigen, dass ich halt krank bin. Ja, und dann wirst du halt aufgerufen und ja, dann wird gefragt, was ich getan habe am Vortag, ob du Bewerbungen zurückgekriegt hast oder nicht. Sie wäre schon bemüht mit den Bewerbungen. Und ja, wenn das nicht der Fall war, dann hat die Trainerin gesagt, ja, sie müssen halt mehr motivierter werden und dann muss ihnen halt was anderes einfallen. Versuchen, was wollten sie noch gern tun, weil du musst mehrere Berufsbildungen auswählen, die was du gern machen willst, dass du halt dort Bewerbungen schreiben kannst. Ne? So, das ist ungefähr eine Stunde abgelaufen, bis alle durch waren, bis alle durchgefragt waren, weil wir waren in einer so Gruppe, und bis alle durchgefragt worden sind, was sie halt gemacht haben und ob sie anwesend sind, hat das ungefähr eine Stunde gedauert. Ne? Und dann sind wir, nach dieser einen Stunde sind wir in den Computerraum gegangen, also da haben wir die Mappen da mitgenommen und sind mit der Mappen dann eine Stunde in den Computer gegangen. Dazu, dass ich euch das alles so präsentieren kann über einen Computerraum. In diesem Computerraum haben wir dann reingeschaut, weil wir haben da zum Beispiel Stellenangebote gekriegt, was du da machen kannst. Ne? Also die ganzen Stellenangebote, was da unten sind, die was halt Arbeiter suchen, haben wir da so eine Liste gekriegt. Ne? Und dann gehst du halt ins Internet rein und schaust auf die Stellenangebote und wenn dir halt jetzt was gefallen hat, dann hast du eine E-Mail-Adresse geschrieben und hast das halt aufgegeben. Dann ist einmal die Trainerin hergekommen und hat sie gefragt, wie mein Lebenslauf, ob der schon fertig ist. Und ich gesagt, nein, der ist nicht fertig. Das war so das Einzige, was halt da die Trainerinnen halt gefragt haben, wenn du im Computerraum warst, weil sonst hast du es eh den ganzen Tag nicht gesehen. Stunden, wo wir da drinnen waren, dann haben wir gesagt, nein, der ist noch nicht fertig, mir fehlt noch ein Foto. Ich habe sagen und schreiben müssen, zwei Wochen warten, bis die Trainerin einmal bereit war, dass sie von mir ein Foto gemacht hat. Ne? Ja, das ist halt, dieser Montag ist halt dann bis 12 Uhr gegangen und wenn wir um 12 Uhr fertig waren, dann haben wir müssen die Computer abschalten und genau um 12 Uhr gehen. Obwohl mein Zug zum Beispiel um 1, 2 Stunden später gegangen ist, weil ich bin mit dem Zug aufgefahren und es war noch eine, der ist auch mit dem Zug gefahren, obwohl unser Zug erst eine Stunde später gefahren ist, wo wir nicht dort bleiben dürfen. Also wir haben müssen um 12 Uhr gehen.
das war der Tag Montag. Und jetzt sage ich euch noch, was wir auf einen Dienstag, weil wir haben Montag, Mittwoch, war im Computerraum, da haben wir Bewerbungen geschrieben, Dienstag, Donnerstag und Freitag haben wir immer nur Seminare gehabt, was wir Spiele gemacht haben oder Themen, das sage ich euch auch nicht. Thank you.